Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich bin wieder in Köln, merke nicht angekommen, die Rückfahrt war okay. Ja, jetzt habe ich gedacht, es ist Donnerstag, Feuerwerk halte ich eh nichts von, das heißt, ich habe mich auch nicht um 6, 7 Uhr, 8 Uhr vor ein Einkaufszentrum gestellt. Ich spare lieber mein Geld. Wie seht ihr das? Feuerwerk, ja oder nein? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe auch keine Ahnung, wann ihr dieses Video seht. Ich bin aber auf dem Weg Richtung Rhein, um euch nochmal ein kleines Update zu geben, wie es mit dem Wasser hier aussieht. Aber ich glaube, ich komme da nicht weit. Ja. Ich mache euch jetzt ein paar Impressionen. Das ein oder andere Schild steht auch ganz schön schief. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Impressionen. Kleines, aber feines Video aus Köln, Merkenich und Umgebung. Vielleicht Sponsoren, keine Ahnung, was jetzt kommt. Viel Spaß! Ja, meine Freunde von Robin TV, hinter mir, das ist der Rhein. Wasser steht noch recht hoch. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, den kurzen kleinen Weg. Da laufe ich normalerweise lang, wenn Hochwasser ist, um schöne Impressionen zu machen. Ist es heute nicht möglich. Deswegen, ja, schauen wir mal, dass wir jetzt andersherum kommen. Ja, mein Mittagessen ist ja gesichert für heute Mittag. Schöne Grüße an Onkel George Grillstube, da gehe ich ja gleich hin. Hashtag nur Werbung. Ich werde jetzt dafür nicht bezahlt, dass ich Werbung mache für sie. Aber, ja, da ist ein bisschen Wasser drin. Thank you.
Freunde von Robin TV. Ihr seht's, hier steht ein Rucksack. Was bedeutet das? Übrigens, unter mir läuft die Waschmaschine, meine Zanka KWN 8314F. Ja, ich musste ein bisschen waschen, war ja am Wochenende und den letzten Tagen bei meiner Familie in Ramsdorf, bei meinem Papa. Ja, ihr habt gerade den ungesunden Teil gesehen. Einmal ein Pommdöner mit einer doppelten Pommes. Normalerweise, ich habe ja in meinem Infovideo gesagt, beim letzten Mal nur noch einmal die Woche. George, das ist der Mittwoch. Für mich in dieser Woche der Donnerstag. Der ungesunde Teil ist jetzt abgehakt. Aber es gibt ja noch ein paar Tage in diesem Jahr. 2023. Gurke, Tomaten und einmal Wasser. Ja, warum aktuell nur so einen kleinen Einkauf? Ich habe noch einen Gutschein bekommen von Lidl oder für Lidl für 20 Euro. Ich denke mal, kurz vor Silvester gehe ich damit schön shoppen am Samstag. Deswegen nur ein kleiner Einkauf. Ja, ob ich euch das zeige, was ich dort einkaufe, weiß ich noch nicht. Aber ich sage, ciao mit Frau Robin. Tschüss.